Wir haben zum 100-jährigen Jubiläum den Slogan Menschen, Ideen, Werkzeuge. Hier steckt sehr viel vom Firmengründer Robert Bräuning drin in der Geschichte. Der typische schwäbische Tüftler und Denker. Man merkt es noch, er ist nach wie vor im Unternehmen. Das ist eine Philosophie, es ist ich möchte fast sagen, eine Lebenseinstellung. Und ich freue mich, dass ich einiges von ihm übernehmen konnte, auch hier mit beizutragen, neue innovative Lösungen zu gestalten. Wir haben hier einen Cupentron, 6x D-Ausführung. Grundsätzlich, das Werkzeug basiert komplett auf dem Standardwerkzeug. Sprich, der vordere Teil ganz klar, Pentron-Bohrer, 5x D, nur noch verlängert, was dazu kam für die Kundenanforderung. Einfach, es wurde eine zusätzliche Schneide integriert. Es wird ein Arbeitsgang eingespart. Produktivität steigt ungefähr um 50%, aber die Kosten pro Teil gehen um ca. 60% zurück. Zur Spanabfuhr möchte ich nur eins dazu sagen, die ist genauso optimal gelöst, wie sie beim Cupentron 5x D gelöst ist, nur das Ganze noch mal länger, auch inklusive der speziellen Oberflächenbehandlung, um einfach die Späne schnellstmöglich aus der Bohrung zu entfernen. Wir haben hier ein Sonderwerkzeug gestaltet. Einmal eine Vollbohroperation mit drei zusätzlichen Aufbohrstufen. Das ist für ein Getriebegehäuse. Der Kunde spart sich hier drei Werkzeuge ein. Das ist also eine enorme Reduzierung der Bearbeitungszeit. Hauptaugenmerk liegt darauf, die Produktivität zu steigern. Hier auch wieder basierend auf dem Standard und dann auf Erfahrung werden die Stufen entsprechend gestaltet. Sei es jetzt hier genauso mit Vierkantplatten, also sprich Pentronplatten. Es kann natürlich auch hier hinten im hinteren Bereich noch weitere Varianten eingebaut werden. Hier gehen wir auf die Bedürfnisse des Kunden ein und auf die Notwendigkeiten von der Bearbeitung.